hier oben. So. Dann hier unten den. Ich habe noch nicht ein Gebäude gebaut. Das kommt mir wahrscheinlich dann ungünstig entgegen, aber das ist ja egal erstmal. 1, 2, 3. 2, 3. Passt. So. Jetzt hier. Zugänge zu mir zu bauen. 1. Nicht mit Valhalla hier. 3. So. Laufen die alle dann in eine Richtung und das ist dann gut. Jetzt gucken, was haben wir nicht, was brauchen wir. Wir haben Kerker, sehr schön. Friedhof wäre nicht schlecht. Machen wir gleich gegenüber. So. Friedhof wird gebaut. Minion gleich noch reinschmeißen hier. Zum schneller bauen. Die Kaserne? Natürlich nicht. Warum auch? Braucht man nicht. Doch, braucht man. Kaserne? Darf ruhig ein bisschen größer sein. So, dann gleich hier eine Dings. Eine Hühnerfarm. Auch eine große. Eine Kryokammer wäre nicht schlecht. Warte, die machen wir gleich hier hinten. Machen wir so. Den Friedhof noch ein bisschen erhöhen, also ein Kerker. So, 1, 2. Dann kommt die Kryokammer hier hin. So, passt. Dann können dann hier Dings gebaut werden. Wir machen noch eins dran. Die Kisten. Und das hier wird dann der Raum für die Fallen. So. Jetzt kann ich mir noch ein Minion leisten. Je mehr, desto besser. Und dann kontrollieren alle, dass die Zugänge auch wirklich zu sind. Einer ist zu, sehr schön. Der wird dann zugemacht, sobald die hier vorne fertig sind. Was hier noch nicht der Fall ist. Ganz wichtig, dass sie das ganz schön zumachen. Jetzt brauche ich ganz schön Minions. Absolut böse. Zahltag. Ja. Ich muss hier alles forschen von Anfang an. 1. Kein Geld. 2. Komm. 2. Come on. Achso, müssen abonnieren. Wo ist eine Schatzkammer? Kilometer weit weg. Was sollte das werden? Der Friedhof. Genau. Dass sich ein mummelnde Böse hatte sich fröhlich im Dungeon verschanzt. Doch die Truppen der nicht ganz so freien Städte witterten eine Chance, die Oberhand durch die Präsenz von Thanos zu gewinnen und sammelten sich, bereit für das Gute, den Dungeon zu erstürmen. Zweite Zugang ist zu. Lass sie nur kommen. Wir reißen ihnen den Hintern auf. Wir legen sie übers Knie. Wir erzählen ihnen flache Witze. Es gibt nur einen Zugang. Es gibt nur einen einzigen Zugang. Das ist gut. Problem, ich habe derzeit kein Gold. Das ist ein Problem. Aber das hier erstmal die Goldkammer. Der Friedhof ist derzeit noch nicht zu sehen. Scheiße, ich brauche den Friedhof ganz schnell. wo machen wir den Friedhof hin? Den muss ich erstmal Dings machen. Hier, schneller! Gold! Achso, muss ich anhauen. Schneller. 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 Noch schneller. Komm, das habe ich schon mal schneller gesehen. Jetzt zählt Speed. Alles andere ist egal. So, Gott wird schon mal abgebaut. Das ist gut. So, Friedhof wird dann gleich gebaut. Es gibt nur einen einzigen Zugang. Und das kann ich irgendwie ausbauen. Da muss ich dann irgendwie, ja, dann rumbauen. Problem. Ich habe 2 Goldadern. Die dritte ist da draußen. Und Dings noch nicht gefunden. Da kommen schon Helden. 1, 2, 3, 4, 5. Klasse. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ja, ich sehe es. Mindestens ein Benji, ein Goblin, ein davon. Mehr kann ich mir gerade nicht leisten. Also, schneller. 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 Ich brauche Truppen. Noch schneller.
Verteidigt das Dungeon-Herz. Ja, sind dran. Bitten hier hinten rein. Schön von hinten arbeiten. Weil ich brauche unbedingt dann so eine Insel, so eine Forschungsinsel. Wäre hier eine. Ob wir die halten können, ist fraglich. Ist ja wurscht, erstmal behalten. Ich habe noch nicht mal Mana hier. So, Gold für einen Vortex. 100 für Dings. So, zum Heilen ein paar Nagas, auch ganz gut. Friedhof habe ich doch. Friedhof habe ich. Dann machen wir das jetzt hier zum Friedhof. So, jetzt den Glückwunsch, ist der Friedhof. So, kann man Dings hier erforschen hier? Dieses an die Gebäude? Krypta habe ich, sehr schön. Das kleine Friedhof. Ja, tun wir noch ein bisschen erweitern, ganz klein wenig. Okay, Krypta. So weit buddeln. Sehr blöd. Machen wir das jetzt zur Krypta. Damit wir keine großartigen Jungs verlieren. Das Kaserne, das ist die Hühnerfarm. Die ist wichtig. Aber noch nicht erforscht. Sehr schön. Schön, wie ich verklicke. Nice. So, kann man sich Truppen dann dazu holen. Das ist gut. So, dann mal her mit den Hühnern. Zum Heilen immer ganz gut. Okay, das war die Werkzeug. Das war die Dings hier, die fallen. Das ist soweit okay. Die doch erweitern. Positiv, ich kriege erstmal Skelette hier. Das ist gut. 90 Dings da rein. Machen wir erstmal überall Skelette draus. Ja. Immer schön stressig. Irgendwas soll ich jetzt für 100 schnell? Ja, Truppen. Gold. Dann kann ich mir noch zwei dazu kaufen. Was ist das? Schalte Quetsche frei als Falle, um Feinde nur zu zerquetschen. Ja, nehmen. So, einen Vortex brauchen wir. Knallen wir dann hier hin. Das ist der Vortex. Das ist der Vortex. Da kommt ein bisschen größer, weil wir holen uns Grubenlot. Das war noch nicht alles, Talia. Spüre meinen Zorn. Ich werde jetzt ein Tor nach Valhalla öffnen. Oh, hau ab mit der Valhalla. Das machte wirklich keine halben Sachen. Ein Zugang öffnete sich im Dungeon des überrumpelten Bösen. Schon bald würde dieser neue Helden in den Dungeon bringen. Oh, Mist, verdammter! Los, macht sie fertig! Bringt sie um! Lasst sie Steuererklärungen ausfüllen! Alles noch nicht möglich. So, ein Nager zum Heilen. Noch ein Nager zum Heilen. So, ein Dämon. Es ist Zahltag. So, gleich her mit zwei weiteren Truppen. Das geht nicht. Hammer nicht. Total wichtig. So. Vortex. Kostet mich nur 500 Gold. Sobald ich erstmal habe. Come on. Gebt mir Gold. Jungs. Ja, schön, dass ihr Raum macht. Ich brauche Gold. Man, die Jungs fangen alle mit S an. Das finde ich auch scheiße witzig. So. Vortex haben wir. Mana haben wir noch nicht und ich brauche dringend die Mana. Weil damit kann ich meine Jungs stärken. Apfel wurde Gold, come on. Weil dann sterben die nicht, dann muss ich die nicht neu kaufen, spart Gold, das wiederum ist gut. Weil die steigen ja dann auch im Level, das ist auch sehr dufte. Damit habe ich dann starke Jungs und kann dann nach oben und Dings holen. So, eine Mana-Dings müsste reichen da drin. Viel kann ich aber nicht bauen.
Hier ist so viel Platz, was ich aufgebe, aber das brauche ich später alles um. Erstmal sich so ein bisschen breit machen im Dungeon generell. Talia, bitte weg hier. Abriss? Nein. Ah. Ich bin gerade ein bisschen stressig nervös, weil das Dungeon nicht steht. So. Noch eine Truppe. Truppen. Verbessert. So, herzlichen Glückwunsch. Sie haben jetzt 8 Truppen, zumindest ein Skelett. Oder Untoten zumindest. Und sterben wir dann auch gleich, hoffe ich, irgendwann. Kurz überlegen. Gold, erstmal Gold. Baut Gold, was das Zeug hält. Kammer passt. Wo ist das zweite, wo ich das Gold abbaue? Ja, Kammer passt auch, aber es baut keiner Gold ab. Warum nicht? Warum baut gerade keiner Gold ab? So, das hier sollte Krypta werden. Wo sind die? Warum buddelt die kein Gold? Was macht ihr denn? Okay, die futtern, das ist soweit okay. Wo sind... Was macht ihr da hinten? Ach, ihr habt Mana. Ach, die haben gerade Mana da angesammelt. Das ist sehr löblich von euch, das ist wunderbar. Aber ich brauche das Gold. Verdammt nochmal. Ach, scheiße. Jetzt sammelt die erstmal hier die ganze Mana ein. Oh nein, die kann ich helfen. So, und jetzt hier. Komm. Lauf. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay, ich habe jetzt zumindest eine kleine Armee. Ich habe kein Gold. So, mitten rein. Einmal stärken. Damit sie mehr Power austeilen, also damit sie mehr austeilen. So, hier zubuddeln lassen. Eins, zwei. Damit die hier schön hier um die Ecke gehen. Die Tore von Valhalla öffnen sich. Bald. So, ganz die Jungs mitnehmen, nur von dem Fall der Fälle. So, könnt da hinten euer Ding machen. So, 1000 Gold. Krypta. Wo ist er? Ich glaube, die sind ein bisschen zu klein. Darf ich den Gang hier? Darf ich nicht. Mist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding reinpasst. Die Fibromat. Hier was Neues. Wird die Krypta errichtet, belebt selbstständig eine rote Kreatur oder konvertierter Helden wieder, ohne dass die Hilfe für einen Untoten benötigt wird. Benötigt auch 4 magische Kisten. Ah, stimmt. Kisten brauchen wir. So. Genau, das kommt hier rein. Ich hoffe, dass da 2 passen. Eigentlich war das hierfür geplant. Truppen von Valhalla! Vernichtet das Böse! Truppen von Valhalla. So, die laufen außen rum. Eigentlich kann ich ja noch umplanen. Eigentlich kann ich ja hier abreißen und das hier reinschmeißen. Machen wir auch. So. Friedhof. Jetzt habt ihr erstmal das ganze Gold ein, oder was? Dann helfen wir denen mal. Ja, damit. Alles hier in die Kammer. Auch da alles in die Kammer. Friedhof ist okay. Wir brauchen ja Fallen. Wie so ein Irrer. Es ist Zahltag. Ja, und ich weiß, kein Gold. Ich habe noch nicht eine einzige Falle da draußen. Nicht einer. So ein Goldart, lass mal in Ruhe. Das ist blöd, wenn du bis rausrennt. So, Minions nehmen.
wieder den Fight. Alle gestärkt. Können wir mal gucken, ob wir nicht doch irgendwie jetzt ganz schnell eine Insel kriegen. Das erkundungsfreudige Böse hatte in einem der Dörfer ein paar eingesperrte Verseuchte ausgemacht. Wenn man diese befreien und abmurksen würde... Neue Untote? Ausgezeichnet. Los, rettet sie, befreit sie und verheizt sie dann! Eins. Zwei. So, zwei Maschinen sind drin. Friedhof ist auch gleich ready. Sieht sie um aus, sehr gut. Aber ich brauche die Forschungsinsel. Wenigstens einer. Mit einer kann ich arbeiten. Beim Rest muss ich gucken, wie ich es mache. Wir werden standhalten. Das Dungeon wird nicht fallen. So, Abpriesterin platt machen, komm. Gleich ein Portal und weg hier. Okay, die sind eingezäunt. Der wäre die nächste Insel. Dazu muss ich hier durch. Die muss ich aber erstmal töten. Die muss ich aber erstmal hier platt machen. Das ist ein Heldengebäude, oder? Komme ich auch nicht lang, sehe ich gerade. Was hier? Ob hier ist Thanos? Das ist ein weiter Weg. Okay, eins nach dem anderen. So. Das steht noch nicht ganz. So, jetzt steht. Perfekt. Knut sind da. Friedhof ist auch fort. Die haben ihren Platz, genauso wie die Skelette, genauso wie hier der Benji. Das hier ist noch nicht. Dazu brauchen wir 8 Kisten, die gerade in Produktion sind. Ich habe jetzt ein bisschen Mana, kann ein bisschen forschen. Das heißt, gleich in die Fallen rein. 1, 2. Gleich in die Fallen. Sobald ich das habe, geht dann gleich hier dann das Lektorium rum, damit ich dann meine Lieblingsfallen bauen kann. Hier unten die zwei. So, 150. Kriegen wir hin. In der Zwischenzeit können wir mal kurz gucken, wie wir es machen am besten. Halt, wir brauchen noch so einen Tüftlerraum. Den haben wir hier. Wieso ist er mit der von da oben Mana? Ist da irgendwo Mana? Warte mal. Ich habe hier zwei Zugänge. 1, 2. Achso, für die. Alles klar. Baue ich später alles nochmal um, wenn es sein muss. Das war schon alles, Talia? Ha! Valhalla hat noch mehr davon zu bieten. Nimm das! Abermals öffnete Thanos ein Tor nach Valhalla. Was für noch mehr Helden im Dungeon des verdutzt reinblickenden Bösen sorgte. Tja, mit denen werden wir fertig. Los, beißt ihn die Nase ab. Verdreht ihn die Ohren. Pupst ihn ins Gesicht. So, alles opfern. Macht schon mal 7 Helden. Dann holen wir den. Ich denke mal, dass der dann Thanos platt macht hier. Der Oberbösewicht. Weil 4 Skelette darf ich haben, glaube ich. Genauso wie 4 Zombies. 2 Zombies habe ich. 3 Zombies. Das passt, das passt, das passt. Kriegt man hin. Geht ja nicht anders. Sorgen mache ich mir jetzt nur ums Gold. Denn ich bin ja hier überall schon fast nahezu am Ende lang. Bis auf ein, zwei Ecken. Und ich habe nirgendwo so eine unendliche Goldader gefunden. Die Tore von Valhalla öffnen sich bereits. Sehe und staune, Talia. So, okay. Hier zur Mana-Erstellung. Immer noch nicht. 0 Kisten bisher. Ich brauche mehr Kisten. Ganz, ganz dringend. 150, nein, das ist hier wichtiger. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, 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 so. Fangen wir ab. So, immer stärken und drauf.
Also bisher hält es sich in Grenzen, was die Wellen betrifft. Alle? Einfach da hinten hin, alle, zack. Truppen aus Valhalla! Läutert das Böse! So, Lehrling. Waldhüterin sind die fertig. Auch die Kisten. Okay, was brauchen wir jetzt? Lektorium kostet, glaube ich, 150, genau. 150 dann hier durchforschen. Es ist Zahltag. Und den Raum hier vor allen Dingen erforschen, ja. Also hier normale Zauberei. Ich brauche hier auch 8. Verdammt! Ich brauche so viel. Großer Mana-Schrein. Wird ein Arcanium errichtet bis 4 Dämonen, können an den großen Mana-Schrein das Mana aus der Umgebung extrahieren. Bis zu 2 Dämonen. 2 reichen vollkommen. 4 magische Kisten. Wie mache ich die magischen Kisten? Unheimliches Labor. Ist schon erforscht? Ah, dann her mit den Kisten. Warte, dann brauche ich nur einen Platz zum Laborieren. Ich hoffe, das passt hier. So, mehr Mini jetzt einstellen, obwohl ich schon bei 13 bin. Geht die Kohlewings weg? 1, 2. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Was? Jetzt schon? Darf nie auf die passt. Autsch! Oh. Aua! Was nehme ich? Komm, nimm einen Bungee. Die kostet mich zumindest kein Geld. Das komische Labor mal reinschmeißen. Und mal gucken, was das ist. Da bin ich mal gespannt. Zur Not wird der Raum hier einfach erweitern. Hier einfach einen Durchgang gemacht. So, Skelette ruhen sich aus. Kommt schon die nächste Gruppe. Mana geht langsam aus. Das Problem kann ich beheben. Perfekt. 2 Dämonen können da Platz finden und dann links machen. Mana generieren. Den Kampf hier finden wir. Wird ein unheimliches Labor errichtet. Ein Untoter kann hier pro Arbeitsschritt eine magische Kiste aus einer Werkzeugkiste und Mana herstellen. Das können 100 Mana und 4 Werkzeugkisten eingelagert werden. Wird ein unheimliches Labor errichtet. Ein Untoter kann hier pro Arbeitsschritt 3 magische Kisten aus Werkzeugkisten und Mana herstellen. Es können 75 Mana, 12 Werkzeugkisten eingelagert werden. Brauche ich auch magische Mana. Also erstmal das Normale. Erstmal das Normale ran. So. Laborium wird erforscht. Der Zauberspruch ist auch erforscht. Sehr schön. Beschleunigen. So, zum Lesen. Lesen, 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 lesen. Brauchen wir eigentlich nur einen kleinen Raum, aber sollten hier mindestens 2 reinpassen. Würde passen, oder? Locker. Locker machen wir so. Pro Pult, zack. Passt sehr gut rein. Fügt sich auch wunderbar zusammen. Das Einzige, was sich nicht einfügt, ist das Gold. Muss ich mir das erstmal so machen? Ne, haben noch 2. Passt. Massenhaft Skelette, massenhaft Zombies, das ist gut. Ein paar Gefangene. Werden alle geopfert. Da! So nicht. Dahin. Immer rein da. So, 15 Stück weg. Sehr gut.
Aha. Sehr schön. Forschung steht jetzt zur Verfügung. Ich glaube sogar 3 Pulte. Das heißt massenhaft Schriftrollen. Das heißt, ich kann alles erforschen, was da ist. Jawohl. Passt. Mach 12 Schriftrollen jetzt schon. okay. Dann als erstes mal ganz kurz schon mal erweitern, denn dafür haben wir die Kohle. Wir brauchen den Heizer. Das sind schon mal die ersten Fallen. So, wir haben davon 12. Das heißt, ich kann jetzt das erste Mal hier magische Kisten machen. Mal sehen, was die machen. Na, was mache ich denn? Nein. Passt aber gerade so. Wirklich. Gerade so. Komm, das machen wir hier weg. Genau. Gehen, füllen wir auf. Einfach für die Ästhetik. Dann haben wir hier mehr Platz für. Und oder. Ich finde das cool, wie sich das dann immer so ändert. So raummäßig. So, da passen mehr drauf, weil ich hole mir ja nachher noch mehr Untoten. Ich gehe, glaube ich, hier komplett nur auf Untote jetzt. Zahltag. Weil die kosten nahezu nur Geld. Und ich meine hier so ein Vampir bzw. so ein Lich. Ist auch recht günstig. Okay, wir haben die Knut. Wir haben die Kaserne. Was wir nicht haben, ist eine Bar. Hier wird es aber langsam knapp vom Platz her. So, für die Knut. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Nee, noch nicht. Oh, hier magische Fallen. Was ist das denn? Die Macht des Guten wächst. Bald werde ich neue Helden aus Valhalla holen. Magische Fallen. Oh. Magisch. Magisch ist gut, richtig gut. So, wir richten alles magisch ein als Verteidigungsanlage. Hilfe! So, Mana muss ich mir keine Sorgen machen. Was ich aber schnell noch erforschen möchte, ist das Schild. Genau. Und habe ich dann schon mal magisches Schild hier drin, dann leben sie alle länger. Und das mit nur einer Insel. Weil ich mehr mit Baum beschäftigt bin als alles andere. So, warte, wie viel kann gelagert werden? Es können 100 Mana und 4 Werkzeugkisten eingelagert werden. 100 zu 4. Das Labor war einsatzbereit. Fortan konnten dort Untote arbeiten, um aus normalen Werkzeugkisten und Mana. Diese Truppen von Valhalla, vernichtet das Böse! So. Das war noch nicht alles. Zeit für ein weiteres Tor nach Valhalla. Und noch ein Tor öffnete sich im Dungeon. Das kurzstutzende Böse schaute etwas verwirrt, aber zuckte dann mit den Achseln. Einer mehr oder weniger. Das interessiert keinen. Wie viele? Magische Fallen, das brauche ich magische Kisten. Sind die aber besser oder sind die nicht besser? 10? 5. Bei beiden, die machen doppelt so viel Schaden. 5? 10. 25 mal 2? 15 mal 10. 4 mal 30? 6 mal 30. Benötigt ein gebautes Magischinium. Ist doch das Ding, oder? Mystifizierung? Mystifizierung? Oder meint ihr das hier? Verzauberter Baumat. Ach, ich brauche einen verzauberten Baumat. Ach so, okay. Okay, dann fangen wir die noch ab. So wie sie sind. Kann ich Ding schon erforschen? Vampir? 350? Nee, noch nicht. Ich auch. Nee, warte. 250. Ja, 250 gibt es Vampire. Ein untoter Nahkämpfer, der sich mit dem mit jedem Schlag selbst heilt, der alte Blutsauger. Den holen wir uns. So, alle dahin. Ja, die erreiche ich bald Level 5. Nicht gut. Da brauche ich die Bar. Die zwar auch kommt, aber jetzt noch nicht. Soll noch nicht kommen. Aber man kann schon mal den Raum bauen. So, Bar.
So, ein Bar ist da.